Willkommen bei RecNews, dem Videochannel für die industrielle Saugtechnik. Mein Name ist Wolfgang Wieland. Wir befinden uns hier in einem Betrieb der Metallverarbeitung. Hier in der Produktionshalle, in der wir uns befinden, werden Bleche zugeschnitten, gekantet, gerundet. Profile werden abgelenkt und die Bauteile, die Werkstücke, die hier entstehen, müssen natürlich gelegentlich entgratet werden. Bei kleineren Werkstücken wird das mit dem Schleifgerät, das ihr hinter mir sehen könnt, getan. Es ist einmal ein Bandschleifer und dann eine Bürste, die an der gleichen Welle angebracht sind. Und dabei entsteht natürlich jede Menge Feinstaub. Dieser Feinstaub, das, was wir euch heute zeigen wollen, muss abgesaugt werden. Und das wird hier in diesem Betrieb mit unserem Monoblock-Entstauber gemacht. Das ist das Thema des heutigen Tages. Entstauben von metallischen Schleifmaschinen, von Schleifmaschinen, die in Metalle bearbeitet werden. Monoblock ist eine ganze Produktfamilie. Ihr seht hier das kleinste Mitglied dieser Familie, das 1,5 Kilowatt Gerät. Die Geräte gehen dann rauf bis 5,5 Kilowatt. Auch die Entstauber werden dabei natürlich größer aufgrund der größeren Luftfördermenge, die durch das Gerät hindurch muss. Und wir gehen mit diesen Geräten nicht nur in die Metallverarbeitung, sondern natürlich auch in Unternehmen, in denen Prozesse aus der Mineralienverarbeitung abgesaugt werden müssen. Typisches Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel das Entstauben von Bandübergabestellen, bei denen Mineralien nach oben fliegen. Und jetzt wollen wir euch auch schon die Schleifarbeit zeigen. Wir werden das in zwei Schritten machen. Zunächst zeigen wir euch, was passiert, wenn die Absauganlage der Entstauber nicht eingeschaltet ist. Und als nächstes dann natürlich den eigentlichen Effekt, das, was wir heute sehen wollen. Was passiert, wenn wir so einen Arbeitsplatz entstauben? Bitte schön. Als nächstes wollen wir euch zeigen, wie das Saugmaterial entnommen wird. Bitte schön. Was ihr hier sehen könnt, ist, wie sich der Schleifstaub im Sammelbehälter befindet. Das Material wird zu 100% abgeschieden und befindet sich hier unten. Ihr könnt auch sehen, dass einige Textilfasern dabei sind und sogar ganze Abschnitte der Bürste befinden sich hier. Alles, was sich beim Schleifen vom Band und von der Bürste ablöst, wird natürlich hier mit hineingesaugt und das soll ja auch so sein. Ihr könnt hier den Saugeingang des Gerätes sehen. Es handelt sich um einen tangentialen Saugeingang, was bedeutet, dass wir einen Fliehkraftabscheider haben. Der Fliehkrafteffekt hat zur Folge, dass der Feinstaub, der hier eingesaugt wird, schon mal abgebremst wird an der Wandung und nach unten in den Sammelbehälter rutscht. Nur ein kleiner Prozentsatz des feinen Staubes geht mit der Förderluft nach oben zu der Filteranlage, die sich in diesem Bereich des Entstaubers befindet. Natürlich brauchen wir auch eine Filterabreinigung während des Betriebes, denn wenn wir das nicht hätten, würde der Filter sich natürlich während des Betriebes immer weiter zusetzen. Der Filterwiderstand würde steigen und die Saugleistung würde schlechter werden. Das verhindern wir mit der pneumatischen Druckluftfilterabreinigung. Ihr könnt hier den Druckluftkessel sehen und ihr habt ja vorhin schon gehört, was passiert, wenn die Anlage läuft. Das Zischen, das ihr periodisch gehört habt, war das Magnetventil, das ihr immer wieder zeitgesteuert öffnet und den Filter abreinigt, der sich hier im Inneren befindet. Danach geht dann die saubere Luft durch das Gebläse, das sich hier oben auf dem Entstauber befindet, und zurück in den Arbeitsraum. Die Filterleistung ist ausreichend gut, dass die gefilterte Luft zurück in den Arbeitsraum gegeben werden darf. Hier können wir natürlich alle Staubklassen und alle erforderlichen Filterzertifikate für das jeweilige Saugmaterial beibringen. Wir werden jetzt kurz umschalten zu einem anderen Video, das wir bei einem anderen Kunden gedreht haben. Hier geht es um das Entstauben von mineralischen Stäuben, genauer gesagt um Zement.
Was ihr sehen werdet, ist das gleiche Gerät, das eingesetzt wird, um Zement beim Befüllen eines Zementmischers aufsteigenden Staub abzusaugen. Und auch hier werden wir euch zwei Videos zeigen. Einmal, was passiert, wenn die Absauganlage den Stauber nicht eingeschaltet ist, und dann natürlich wieder der Effekt mit laufendem Staub. Viel Spaß dabei! Das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen mitnehmen für eure eigenen Anwendungen, und wir sehen uns beim nächsten Video drin. Tschüss, bis dann.